so, sag ich. Also wettermäßig. Aber bis insgesamt zufrieden. Wenn wir auf den Stock.
schon wird man wieder schlecht. Hervor. Was ist das los? Bist du jetzt so zufrieden mit dem, was rausgekommen ist? Und insgesamt so der Eindruck? Oder? Sehr positiv. Überrascht, wie viele Leute es da sind. Schön, wenn die Leute auf die Musik kommen. Kurt, du hast natürlich eine immense Arbeit müssen leisten in der Vorbereitung auf die Goga. Wie bist du jetzt zufrieden? Ja, sehr gut. Oder? Wir haben viele Leute, es läuft gut, das ist tipptopp. Und gell, ich hatte ein gutes Bauteam, also ich konnte nicht viel können delegieren, sie haben geholfen. Das ist tipptopp. Also Barbara, du, aber wie siehst du es jetzt so, wie hast du es erlebt? Ja, es hat einfach alle Tage viele Leute gehabt, also schön für uns natürlich, aber auch viel Stress. Das ist das, was eigentlich noch ein bisschen Arbeit gegeben hat, weil man von Anfang an nicht weiss, wie viel was jeder hier Quadratmeter will. Oder dort noch solche, die sich angemeldet haben und dann im letzten Moment wieder ausgestiegen sind. Das ist natürlich immer ein kleines Problem, weil man diesen Platz reserviert hat und dann vielleicht niemand mehr bekommt für das. Oder? Aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich geklappt. Und es war auch super mit dem ganzen Aufstellen von diesen Plätzen, mit diesen Wendstellen. Es hat alles wunderbar geklappt. Also Erika, wie bist du zufrieden mit dem, was wir hier jetzt erreicht haben? Also mit dieser Gewerbeausstellung bin ich sehr zufrieden. Ich finde das Ganze eine tolle Sache. Es hat sich schon abzeichnet beim Aufbau. Am Ende waren so viele Leute rum, die haben geholfen. Und so etwas habe ich noch nie erlebt. Wie alle einander. Die Stimmung ist sehr gut, unter den Ausstellern, aber auch Besucher. Es gibt sehr viele schöne Momente, gute Gespräche. Und ich denke, bis jetzt, was ich gehört habe, sind alle rundum zufrieden.